Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video rund um das Thema Smart Home. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit eurem I.O. Broker vom Raspberry Pi 3 auf dem Raspberry Pi 4 wechseln könnt, ohne dass ihr alles neu installieren müsst. Beziehungsweise ihr müsst zwar den I.O. Broker neu auf dem Raspberry Pi installieren, aber ihr müsst nicht alle Einstellungen wiederholen, die Visualisierung neu programmieren und was es sonst noch so alles gibt, sondern ihr könnt ein Backup erstellen eures alten I.O. Brokers und dieses Backup spielen wir dann auf den neuen Raspberry Pi auf. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch. Ihr braucht als erstes natürlich ein Programm, womit ihr dieses Backup machen könnt. Ich habe das ja schon in einem Video gezeigt. Ich benutze dafür den Backitup-Adapter vom I.O. Broker. Diesen installiert ihr und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr als erstes natürlich ein Backup anlegen. Ich habe hier auf der rechten Seite, das ist der alte I.O. Broker. Und hier auf der linken Seite ist der neue I.O. Broker. Zuerst gehen wir in den alten I.O. Broker und erstellen uns ein Backup. Dafür gehen wir auf diesen Schraubenschlüssel, sagen hier nicht NAS Copy, sondern hier, sondern nehmen den Haken raus. Dann gehen wir auf Standard Backup. Speichern das vorher nochmal und klicken dann, wenn er soweit ist, auf Sichern. So, jetzt führt euer I.O. Broker ein Backup aus. Das heißt, er speichert alle notwendigen Einstellungen, aber er speichert nicht die Adapter an sich, sondern nur die Information, welcher Adapter gespeichert ist. Das ist wichtig, weil wir wollen ja nicht irgendwelche alten Adapter installieren oder ähnliches, sondern der I.O. Broker soll sich dann die Adapter frisch aus dem Internet ziehen und alles neu aufsetzen. So, wenn wir das gemacht haben, gehen wir hier auf Wiederherstellen, wählen hier lokal aus und klicken mal auf Backup abrufen. Wir haben ein minimales Backup erstellt, also gucken wir hier nach. Heute ist der 29.06. um 19 Uhr. Das heißt, das hier ist unser Backup. Damit machen wir vorerst mal nichts. Wir behalten das hier. Und jetzt gehen wir auf unseren neuen I.O. Broker und machen dort genau das gleiche auch nochmal. Wir haben zwar nichts installiert, aber ich finde es so besser, weil dann legt er schon mal alle Ordner an und wir müssen uns um nichts anderes kümmern. So, hier wieder zuerst mal auf Speichern gehen. Wenn er soweit ist, klicken wir auf Jetzt sichern. Jetzt macht er das gleiche nochmal. Hier ist es jetzt natürlich etwas schneller gegangen, weil er nicht so viel, weil noch gar nichts im Endeffekt installiert ist, außer dem Backitup-Adapter. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir hier auf Wiederherstellen, gucken uns hier genau das gleiche auch nochmal an, ob er das alles richtig gemacht hat. Auch hier funktioniert alles, er hat das Backup erstellt. So, wenn wir das gemacht haben, können wir auf Schließen gehen. Und hier machen wir genau das gleiche auch nochmal. Schließen. Dann minimieren wir das Ganze mal und öffnen FileZilla, weil wir müssen jetzt das Backup von dem alten I.O. Broker auf den neuen I.O. Broker kopieren. Dafür tragen wir hier oben die IP-Adresse ein. Unseres alten I.O. Brokers. Der Benutzername ist Pi und das Passwort Raspberry. Und bei Port müssen wir 22 eintragen.
Das bestätigen wir. Jetzt hat er sich mit unserem IO-Broker verbunden. Wir gehen hier auf diese zwei Punkte und nochmal gehen dann hier in den Ordner Opt, dann auf IO-Broker. Hier gibt es dann den Ordner Backup und hier wählen wir das Backup aus, das wir bevor gemacht haben. Das ist das hier, der 29. um 19 Uhr. Das nehmen wir und kopieren wir zuerst mal auf unseren PC. So, er hat das auf den PC kopiert. Jetzt gehen wir in den neuen IO-Broker, das heißt, wir ändern hier oben die IP-Adresse. Der Rest kann so bleiben. Tragen hier wieder Port 22 ein, klicken auf Verbinden, klicken hier auf OK. Hier das gleiche Spiel. Wir drücken auf Zurück, auf nochmal zurück, gehen in den Ordner OPT rein, hier wieder auf IO-Broker, dann bei Backups. Und hier ist jetzt das Backup, das wir zuvor gemacht haben. Jetzt nehmen wir das Backup vom alten IO-Broker und kopieren es hier rüber in den neuen IO-Broker. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir in unseren neuen IO-Broker. Das ist der hier. Sicherheitshalber schließe ich mal die anderen bei mir, damit es kein Durcheinander gibt. So. Dann gehen wir wieder auf den Schraubenschlüssel, gehen hier auf Wiederherstellen. Hier muss lokal ausgewählt sein und klicken hier auf Backups abrufen. Jetzt sollten hier gleich zwei Backups zu sehen sein. Genau, das heißt, das hier ist das Backup, das wir vom alten IO-Broker haben. Dieses wählen wir aus, indem wir hier auf diese Uhr mit dem Pfeil draufklicken. Wir bekommen jetzt die Meldung, dass der IO-Broker neu starten wird. Das bestätigen wir mit OK. Jetzt startet er neu. Wir müssen einige Zeit warten, bis er soweit ist. Und dann sollte er alle Adapter installieren. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das dauern wird. Ich mache es gerade das erste Mal. Ich weiß nur, dass es so funktionieren sollte. So, jetzt ist er fertig. Mal gucken, was er hier gemacht hat. Okay, hier klicken wir jetzt mal auf Abbrechen und auf OK. Aktualisieren das Ganze nochmal. Und siehe da, die Adapter sind alle da, beziehungsweise ich denke mal, jetzt wird er eine gute Zeit damit beschäftigt sein, diese zu installieren. Ich gucke mal nach, ob die Skripte schon da sind. Nee, das ist noch nicht da. Hier sehen wir, was er gerade macht. Das heißt, er installiert irgendwelche Sachen, beziehungsweise die Adapter, die wir haben, werden hier jetzt installiert. Ich denke mal, das dauert jetzt ziemlich lange. Ich werde das Video jetzt einfach mal etwas vorspulen und wir sehen uns dann später. Beziehungsweise für euch vergeht es in ein paar Sekunden, für mich dauert es jetzt wahrscheinlich eine ganze Zeit.
So Leute, der Raspberry ist jetzt fertig. IO Broker hat, wie es aussieht, alles wieder installiert. Zumindest sind jetzt alle Bilder hier. Ich musste den Adapter hier deaktivieren, weil der ständig Fehler in der Log angezeigt hat, weil ja, das Ding funktioniert irgendwie nicht mehr mit dem Raspberry Pi 4 und dieser Adapter hat auch irgendwie Probleme gemacht. Bin mir nicht sicher, woran es lag, aber ich würde jetzt als erstes mal den Raspi neu starten. Einfach um zu sehen, was passiert, wie er sich verhält. Dafür einfach in Putty IO Broker Stopp eingeben und beziehungsweise wir hätten auch Restart machen können oder ich hätte Restart machen können. Jetzt habe ich halt Stopp gemacht. Ich warte einen kurzen Augenblick und sage dann IO Broker Start. Und mal sehen, was jetzt passiert. Ich weiß auch nicht, ob er alle Einstellungen, ob alle Einstellungen wieder da sind. Das heißt, gespeicherte Passwörter und sowas. Das werde ich jetzt gleich sehen. Ich habe das vorher schon mal gemacht, als ich das Ganze mal getestet habe. Da habe ich aber ein volles Backup dazu verwendet. Jedoch hatte ich, wo ich mich damit beschäftigt hatte, immer wieder gelesen, man soll nur ein minimales Backup nehmen, damit ja, die ganzen Adapter frisch installiert werden. Und ja, deswegen, es funktioniert, wie gesagt, auch mit dem großen Backup. Ihr müsst die gleichen Schritte machen. Der einzige Unterschied ist, dass ihr das große Backup auswählt anstelle des kleinen. Wenn ihr das große macht, dann geht es auch viel schneller. Das heißt, dann ist er innerhalb, ich glaube, 5 bis 10 Minuten war der fertig und jetzt hat es eine halbe Stunde oder sowas gedauert. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber es war ziemlich lange, bis er die ganzen ja, Dateien wieder frisch runtergeladen hat. Vor allem diese Icons, die dauern sehr lange. So, jetzt gucken wir mal, dass alles, ob alles wieder startet. Ich aktualisiere hier nochmal. Vielleicht ist es auch besser, wenn ihr das kleine Backup erstellt, also bevor ihr es erstellt, dass ihr alle Adapter anhaltet. Ich würde, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich so machen, dass ich den Admin-Adapter laufen lasse. Und den Back-It-Up-Adapter und alle anderen würde ich auf Stopp setzen, damit die Installation der Adapter, ja, damit es besser funktioniert, damit nicht so viele Fehlermeldungen kommen. So, ich bin mal gespannt. So, gucken wir mal, ob die Konfigurationen hier sind. Wunderbar, das ist meine Konfiguration aus dem ja, aus dem alten IO Broker. Die sind da. Hier hat nur der Haken gefehlt. Ich glaube, ich hatte den genau. Ich hatte den ja entfernt bei dem alten IO Broker, um das Backup zu machen. Gucken wir hier mal im Alexa Adapter. Gibt es hier etwas? Ja, das ist auch da. Der Adapter hier hat nicht funktioniert. Ich weiß aber nicht wieso. Hier die Geräte sind alle da. Die Option auch, Benutzername auch. Das heißt, das wird mitgenommen. Den mal manuell starten. Mal gucken, was er jetzt sagt. Gucken, ob er... Nee, er bleibt rot. Okay, muss ich mich damit beschäftigen. Ich weiß jetzt auf die Schnelle nicht, wieso er das macht. Vielleicht muss man da noch irgendetwas ändern, aber das soll uns jetzt nicht weiter hindern. Lass mal hier weitermachen.
Okay, also es ist alles installiert. Wie ihr seht, es ist auch alles grün, bis auf den TR-064-Adapter. Okay, wie wir hier sehen, die RAM-Nutzung liegt bei circa einem Gigabyte und es sind noch 3,2 Gigabyte frei. Ich werde mal ein Vergleichsvideo machen zwischen dem Raspberry Pi 3 und dem Raspberry Pi 4 und werde mal gucken, um wie viel schneller der ist. So vom Gefühl her würde ich sagen, der ist etwas schneller, aber zumindest in diesen alltäglichen Dingen, die man macht, ist jetzt kein sehr großer Unterschied. Ich hatte ja vorher, wie gesagt, schon mal getestet. Was mir dort aufgefallen ist, dass die Backups, wenn man dort zum Beispiel ein volles Backup mit dem Back-It-Up-Adapter macht, das war innerhalb von, ich glaube, einer Minute getan. Und mit dem Raspberry Pi 3 hat es, ich weiß es nicht mehr, knapp 10 Minuten oder sowas gedauert. Also da hat man richtig die Leistung gesehen, aber jetzt hier um irgendwelche kleinen Blocklies oder sowas zu schreiben, merkt man nichts. Wir gucken auch nochmal die Vis, ob die funktioniert. Hier ist auch alles gut. Ah, jetzt fällt mir aber eine Sache auf, die ich gerne hätte, die aber durch das minimale Backup nicht da ist. Und zwar sind das die Werte, die gespeicherten Werte aus den Diagrammen. Moment, ich zeige euch das mal kurz. So, wie ihr seht, fehlen hier die Werte. Normalerweise lief die Klimaanlage hier immer wieder mal und hätten eigentlich Werte drinstehen müssen, genauso wie hier bei der Temperatur, ist aber auch nichts da. Das heißt, wenn man das minimale Backup macht, werden diese Werte nicht mitkopiert. Behaltet euch das im Hinterkopf. Ich werde wahrscheinlich ein volles Backup wieder einspielen, weil ich gerne diese Werte hätte, weil ich sie auswerten möchte. Ich muss mal gucken, ob ich das noch anders kriege, wie gesagt. Aber ansonsten, es läuft alles, die Wieso läuft, alles ist gut. Okay, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wie gesagt, es gibt noch mal ein weiteres Video, wo ich die zwei Raspis miteinander vergleiche in Bezug auf den I.O. Broker. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann hinterlasst ein Abo und ein Like, würde mich über beides sehr freuen. Es kostet euch keinen einzigen Cent. In diesem Sinne, viel Spaß mit eurem Smart Home und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.